willkommen zu Folge 85 von Echo. Die Folgen gehen super schnell weiter. Gut, wir haben das letzte Mal ein wenig unser Lager aufgeräumt, genau. Jetzt wollen wir den Weg machen. Hallo Wolfi. So, achso, jetzt haben wir natürlich das Gold da reingelegt. Gut, wir machen das mit dem Gold doch ein bisschen anders. Wir legen das Gold wieder in die Steindings. In die Steindings. Ich auf jeden Fall gut Deutsch kann. Nein, ich auf jeden Fall wieder mal Wörter erfinden. Wir laufen Richtung Dings, Lagerhaus. Das heißt, wir können sowas wie Setzlinge mitnehmen. Oh, aber so viele Setzlinge haben wir gar nicht mehr, damit ich das sagen könnte. Okay, dann nehmen wir halt nur die Eiche mit. Weil es ist immerhin ein Baumsetzling, der vielleicht nützlich ist. So. So, Bäume sind alle gewachsen. Das ist gut, würde ich sagen, weil dann können wir sie auch bald wieder farmen. Und weil wir gerade derzeit dezent viel Stahl brauchen und ich keine Kohlevorkommen mehr finde, sodass wir, dass es klüger ist, sodass es klüger ist, sieht doch gut aus. So, dass, was soll ich jetzt sagen? Achso, ja, so dass es klüger ist, dass wir einfach, ich komme nicht auf den Punkt, es tut mir so mega leid einfach. So, dass ich einfach Holzkohle nutze. Jetzt habe ich. Dafür brauche ich leider sehr viel Holz, weil ich dafür auch Lumber herstellen muss. Der Nebeneffekt davon ist, dass wir sehr viele Holzspäne kriegen. Kann man jetzt sehen, wenn man will. Das Problem beim Holzsparen ist halt, bisher habe ich die einzige Möglichkeit, Dünger herzustellen. Oder. Dünger oder. Was ist denn jetzt los mit mir? So, die ganze Zeit, vorhin konnte ich die ganze Zeit perfekt ohne Probleme reden und jetzt habe ich einfach teilweise keine Ahnung mehr, was ich da quatsche. Dünger. Ach genau, ich kann nur Dünger oder Pech herstellen damit. Zumindest habe ich das bisher das Gefühl dazu gehabt, dass ich nur die beiden Sachen herstellen kann mit diesem Holzsparen. Und sonst liegt der halt blöderweise dumm rum bei mir. Man könnte halt höchstens mal gucken, ob ich ihn verbrennen könnte im Lagerfeuer. Aber ich glaube nicht. Und jetzt ist meine Neugier so groß, dass ich gerne gerade zum nächsten Lagerfeuer rennen würde, um nachzuschauen. Aber das nächste Lagerfeuer ist leider weiter weg als unser Haus, deswegen lassen wir das lieber. Ja, jetzt fragt ihr euch. Also wer aufgepasst hat, weiß, dass ich das Lagerfeuer ausrangiert habe und es zum Zelt, einen Zeltplatz eingerichtet habe mit einem einzigen Zelt, aber es ist ein Anfang. Gut, wir mussten den Baum jetzt leider fällen. Aber wir werden gleich einen neuen setzen. Denn wir wollen das ja im Ausgleich halten. Oh Mann, ich laufe gerade voll komisch. So, wir können nochmal zwei setzen. Das ist auch nicht so schlimm. Die Setzlinge sind ja zur Reserve für die Baumfarm, falls ich in der Baumfarm nicht genügend Setzlinge kriege. Daher. Ist natürlich jetzt blöd, dass ich den Baum hier erneut setze, weil das Problem ist, ich zeige euch gleich darin, ich habe das ja jetzt zum Testen gemacht, diese drei Felder. Und wenn das gut funktioniert, werde ich ja weitere Felder bauen. Eigentlich ist das dumm. Den Baum da zu setzen, glaube ich. 1, 2, 3. Ja, ist dumm. Okay, bevor der Baum wächst, obwohl... Nein, wir lassen den Baum stehen. Und wenn es soweit ist... Ändern wir etwas dran. Gut. Wir müssen hier rüber. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das optimalerweise machen. Weil hier geht es nämlich ein wenig runter. Obwohl, es ist keine unkluge Idee. Wir könnten hier einfach Erde draufschütten. Weil hier bist du ja nicht so unbedingt am Strand. Ja, komm, mach mal. Wir schnappen uns die Erde, die wir jetzt gerade sammeln. Wow, 9 Erde haben wir schon gesammelt. Ich bin erstaunt. Und schütten einfach hier einen kleinen Teil zu. Zum Beispiel, dass wir einfach hier abbiegen können.
dann hier einfach so ein bisschen zuschütten. Wir werden dadurch nochmal erdelos und es wird nicht sogar. Und wir müssen nicht den Berg hier wegschaufeln. Weil genau genommen müssten wir jetzt eigentlich den Berg so ein bisschen wegschaufeln, damit wir genau, fixieren wir einfach den Karren, indem wir einfach Erde drunter platzieren. Das funktioniert einfach, das ist abartig. Okay, das war jetzt zwar nicht mein Plan gewesen, aber so bleibt der Karren wenigstens still stehen und droht auch nicht umzufallen. So, natürlich müssen wir trotzdem ein bisschen in die Richtung. So, dann brauchen wir jetzt noch. Genau. So, wir sammeln erstmal einfach alles ein, was wir können. Weil ich glaube, wir können nur 10 tragen. Wusste ich doch. So. Ich weiß nicht, es sind jetzt nur 3, das sollten wir nicht machen. So, jetzt müssen wir den Karren befreien. Weil wir müssen jetzt ein bisschen ziehen. Der Hirsch hat irgendwie so das Prinzip von dem Zaun noch nicht verstanden. Aber okay. Gut. Okay, wir können ja nur 10 tragen. Die restlichen 3? So. Jetzt ist die Frage, wie weit gehen wir natürlich? Ich würde sagen, wir gehen noch ein Stückchen. Eigentlich so weit wie möglich am besten, weil so wenig Erde müssen wir dann noch aufschütten. Wobei ich auch wahrscheinlich gleich noch Rampen holen werden muss, um Erde zu holen. Idealerweise wieder 4. Das heißt, wir können auch die Rampen da wieder rein platzieren. Nein, jetzt habe ich die Rampe verschwendet. Das ist schlecht. Egal, ist nicht so schlimm. Das kann passieren. Gut. Das heißt, wir müssen gleich noch. Das heißt, wir werden am Schluss 3 Blöcke übrig haben. Das wird eklig. Obwohl, nein, gar nicht so schlimm eigentlich, weil wir haben ja eigentlich einen 3er Weg. Na, wir werden sehen. So. Gut. Jetzt kommen wir hier natürlich nicht weiter, weil da natürlich jetzt diese Kante ist. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich theoretischerweise in diese Richtung. Damit sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir sollten Erde aufschütten. So, bevor wir jetzt aber komplett die Erde aufschütten, werde ich erstmal nur einen Weg aufschütten, sodass wir ungefähr den Weg wissen, wie der Weg verlaufen wird. Ja, scheiße. Gut, dann. Ja, der Baum muss wahrscheinlich weg. Haben wir hier hinten, genau. Wir könnten natürlich jetzt bis hier hinlaufen. 1, 2, 3. Sagen wir mal, wir machen hier so die erste Kante. Oder?
Gibt das Sinn? Ja, können wir schon machen. Hier, dann hier ist 2. Und dann ist hier drüben 3. Genau. So, dann holen wir erstmal neue Erde. Hier drüben ist 3. Kann man hier noch ein bisschen aufschütten? Ja, der Baum ist da weg, aber es ist nicht so schlimm. Obwohl, das ist schon von uns gepflanzter Baum. Okay, doch, vielleicht ein bisschen schlimmer als gedacht. So. Naja, Holz brauchen wir nicht eigentlich. So, das heißt, wir packen das Holz mal hier hinten hin. Dann kommen wir nicht leichter an die Erde. Oh, das war dumm. Und noch einmal. So, gut. Als nächstes müssten wir dann, glaube ich, auch mal langsam Eisen holen aus dem Lager. So. Damit haben wir es fast geschafft. Ach ja, stimmt, hier habe ich in die Erde zu viel gesetzt versehentlich. So, damit haben wir es fast. Wir müssen den Baum jetzt leider wegfällen, weil der einfach mitten im Weg steht. Okay, warte mal, bevor wir ihn jetzt wegfällen, sammeln wir schön die Blätter ein, damit wir höchstwahrscheinlich hoffentlich noch ein Ding kriegen. So. Das ist so ein kleiner, mickriger Baum. Das ist schon schade, dass wir den jetzt abholzen müssen schon. Oh, ich hatte es zu klein zu sein. Ah, jetzt. Wir haben einen Setzling gekriegt und wir fällen 2 Bäume. Finde ich nicht gerade fair. Ha. Ah, schade. Gut, dann haben wir halt einen Baum weniger. Aber ist auch nicht so schlimm. Weil wir immer noch Bäume im Dings haben. So, wir nehmen den mal unten hin. Ich habe die Münzspreikmaschine. Das war das falsche Tool. Das sieht schon ein bisschen besser aus. So. Ja. So, immer schön den Holzspan wegmachen. Ups. Das hörte sich gerade so richtig an, als wäre irgendein Knochen gebrochen. Aber zum Glück nicht. Zum Glück kann der Typ sich keine Knochen brechen. So, dann sammeln wir mal das Holz ein. Bringen es hoch zum Karren. Es ist schon gerade ziemlich hell. Was aber auch daran liegt, dass wir eine sehr helle Dingseinstellung haben. Ich glaube, wir müssen sie wieder runterstellen. Mal wieder auf 100% zurück. Ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Sieht nicht mehr so grell aus. Genau. Jetzt haben wir das Problem. Wir haben natürlich nicht genügend Erde. Das wiederum heißt, wir müssen Erde holen. Und vor allem nicht daneben drauf, Alter. Genau. Der Baum da an der Ecke muss noch weg. So, der hängt natürlich jetzt ein bisschen hier drinnen fest. Weil wir den schon ein wenig eingebaut haben mit Erde. Aber das ist nicht so schlimm. Es hört sich an, als wären da noch Äste dran. Die Krone ist auch noch dran. Das heißt, wir müssen die Krone wegschlagen. So, jetzt können wir den Baum klein hacken. Jo, das war jetzt ein bisschen komisch klein gehackt, aber okay. So. Ja, weil der Baum erst angefangen hat zu wachsen, kriegt man natürlich nicht ganz so viel Holz raus, wie wenn er fertig ausgewachsen ist. Dann werde ich jetzt Erde holen gehen.
Wir müssen ganz kurz zurück, weil wir die Rampen brauchen, die in unserem Lager liegen. So. Ich habe mir gemerkt, dass die Tür nach, also zu mir aufgeht. So, Rampen sind hier. 96 Stück sollten reichen erstmal. Und dann sollte ich den Holzspan auch in die richtige Dings tun. Den wir haben ja bekanntlicherweise gelernt. So, jetzt sind die Truhen natürlich da unten. Gut. Mit den Rampen laufen wir zurück und die Schaufel hält noch ganz gut. Das heißt, wir müssen noch kein Eisen holen, aber... Obwohl, warte mal, bevor wir jetzt anfangen, Rampen zu zerlegen, hier hinten muss ich ja noch Erde ausheben. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen Karren, laufen nach da hinten, weil es macht jetzt wenig Sinn, Rampen auseinanderzunehmen, wenn wir doch hier eh schon Erde haben, die wir eh noch abbauen müssen. Das ist ein Lagerfeuer. Ich habe ein Lagerfeuer im Inventar. Holzkohle, Pfeil, Brett und Kohle. Schade, man kann die Holzspäne nicht zum Feuer machen verwenden. Das wäre so gut gewesen. Hab ich anscheinend nicht aus dem Inventar rausgeräumt vorhin. Aber ist auch nicht so schlimm. So, das Einzige, was ich jetzt nicht verpeilen darf, ist, was muss ich das ganze Holzzeug noch darüber räumen? Die Kurbel. Darf ich jetzt nicht verpeilen. So, das heißt, wir fangen gerade mal hier an, noch ein Stück zu graben. Nee, stimmt das? Stimmt das gerade, was ich mache? Ja, mach, stimmt. Damit wir... Ja, nicht zu weit graben. Ich meine, letztendlich schlimm wäre es nicht, weil wir die Erde ersetzen könnten und so weiter und so fort, aber es wäre unnötige Arbeit und unnötige Schaufelhaltbarkeitsverschwendung. Schaufel. Ui! So. Perfekt. So, dann haben wir schon mal 1 von 3. Da müssen wir jetzt zum Beispiel nämlich auch hier, dass wir nur noch 2 weiter brauchen. Der Baum da muss leider weg. Der steht gerade genau auf dem Weg mal wieder. Wir suchen uns irgendwie immer so Wege oder Stellen aus, wo die Bäume direkt auf dem Weg stehen. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich meine, die Bäume können wir nachpflanzen, wenn wir 16 haben. Und die haben wir ja. So, da ist jetzt das Wurzel weg. Dann wollen wir nochmal. 1. Ja, ich bin unzufrieden dafür, dass wir keine 16. Ich bin nicht zufrieden damit, dass wir keine 16 kriegen. Okay. Und unzufrieden, noch unzufriedener bin ich, weil ich da nicht dran komme. Das heißt, wir werden kurz hier ein bisschen Weg bauen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Gut, dann nehmen wir den Karren, fahren ihn ein wenig zurück, ich stelle mich drauf und komme jetzt an die Blätter dran. Ich habe gelernt. Man will es nicht vermuten, aber ich habe gelernt. So, okay, da kommen wir jetzt wirklich nicht mehr dran. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben einen Setzling, das reicht. Damit können wir nämlich den Baum umpflanzen. So, den Setzling machen wir dann einfach hier hin. Dann müssen wir die Äste noch abschlagen. So, das ist jetzt passiert, weil irgendwas nicht gepasst hat. So. Nein, das ist jetzt passiert, weil wir nicht komplett die ganze Krone weg hatten. Das ist
ist nämlich auch der Grund, warum die Holzfarm am Boden als Stein hat. Weil das Problem ist, die Bäume, wenn du sie nicht dran hinderst, pflanzen sich einfach irgendwo hin. Und das meine ich zum Beispiel. Danke für den Vorführeffektbaum. Sie pflanzen sich halt einfach irgendwo hin und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen es ja ordentlich haben. Oder was heißt ordentlich? Wir wollen es kontrolliert haben an manchen Stellen, weil gerade wenn ich jetzt hier gerade einen Weg baue, ist natürlich scheiße, wenn der Baum da plötzlich mitten auf dem Weg steht. Das finde ich auch bei Fahrradwegen scheiße, weil wir haben tatsächlich einen Fahrradweg bei uns, der da steht einfach mitten im Weg ein Baum. Ist nicht so geil. Vor allem, wenn man noch nie die Strecke gefahren ist und das dann plötzlich rausfinden muss. Das ist noch uncooler. Gut, wir werden jetzt hier... Wir müssen gleich das Holz kurz wegbringen. Weil das Holz verklumpt mein Inventar ziemlich stark. So, gut, dass wir den Karren vorher hier vorgeschoben haben. Dann werden wir uns hoffentlich so stellen, dass wir ans Holzlager drankommen. Nicht nur hoffentlich, wir haben es sogar. So, dann müssen wir das jetzt kurz wegziehen. Ich würde sagen, wir tun es einfach hier unten hin. Und dann ziehen wir alles hier runter. So, das machen wir noch voll. Perfekt. Und dann haben wir auch wieder das Holz los. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Holz und ich muss nicht so viel sammeln. Ist auch gut. Gut, dann können wir hier weitermachen. So, also wir merken jetzt schon, wir werden noch Erde brauchen. Das heißt, es war gar nicht so schlecht, dass wir die Rampen geholt haben. Aber wir haben jetzt auch erstmal die Erde verschwendet, die wir jetzt abbauen. Weil bevor wir da jetzt mit neuer Erde kommen, ist das ja eigentlich recht sinnfrei, wenn wir gerade eh Erde abbauen. So, wir werden gleich den Weg machen, damit der Schubkarren einen Ticken näher steht. So, ich hoffe, der Weg reicht. Also das, was wir hergestellt haben. Das wäre echt ärgerlich, wenn nicht. Was sieht denn aus? Warte mal, jetzt müssen wir gucken, ob das vom Platz her reicht. Ja. So. Gut, hier fehlen noch 4. Es reicht einfach mal gerade so. Das haben wir gut gemacht. Weil ich habe einfach geraten. Nein, nicht geraten. Ich habe eigentlich nur den Stein orientiert, den wir haben. Nicht unbedingt so sehr daran, was wir noch brauchen. So, das Drumherum werden wir noch ein bisschen zuschütten natürlich. Also wir lassen das nicht so offen, weil sieht doof aus natürlich, logischerweise. Ist jetzt einfach nur, damit wir es so ungefähr haben. Jetzt da. So, wir sammeln jetzt am besten einfach gleich wieder mehrere, weil dann müssen wir nicht ständig... Wieder daneben. Jetzt ist natürlich die Axt, der Hammer kaputt. Das ist natürlich sehr gut. Obwohl, so schlimm ist es nicht. Wir haben genügend Futter dabei. Und reparieren tun wir sie gleich. Fast geschafft.
Dann ist nämlich auch der Weg endlich fertig. Das Drumherum machen wir dann noch direkt gleich weiter, weil das soll natürlich ordentlich aussehen. Also ich bin ein Mensch davon, das habe ich glaube ich schon in Minecraft erzählt. Ich finde es sehr schade, wenn man die Umwelt zerstört, ohne sich darum gekümmert zu haben, das irgendwie auch noch ein bisschen hinzukriegen, damit es auch noch ordentlich aussieht. So, wir schnappen uns jetzt die restliche Erde und füllen erstmal dieses Loch. Wow, die restliche Erde sind 2 Stück. Ich bin erstaunt. Gut, dann machen wir es halt so. Dann brauchen wir bei unseren Kacken auch ein bisschen näher. Ein Block verfehlt, okay. Ich wollte sagen, hä, warum liegt denn hier noch ein... Weil wir werden erstmal wieder ein bisschen Erde in den Kacken schaufeln. Obwohl, nee. Machen wir es so. So, das ist dann die nächste Erde. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was gesät. Zumindest schon mal eine Seite komplett zu. Die andere machen wir jetzt. Wieder passend runtergestellt. Jetzt müssen wir natürlich überlegen. Auf jeden Fall kommt das erste wird auf jeden Fall 3 hoch. Und da ich nicht so der Fan bin von so Treppenabstufungen, würde ich es einfach so pauschal quer durcheinander machen. Also gucken, dass es natürlich ordentlich aussieht und dann... Also was auf jeden Fall feststeht, dass die Umrandung einmal 3 hoch sein wird. Das können wir jetzt auch mit den Rampen machen. So, damit wir das auch erkennen, später noch erkennen. Achso, jetzt haben wir natürlich hier unten ein Loch. Und es wird schon wieder dunkel. Es tut mir leid, falls man kaum noch was sieht. Ich will halt aber auch nicht ständig die Helligkeit hochstellen, weil das ist auch scheiße. Gut, jetzt haben wir das Loch zu. Jetzt können wir drüber Rampen stellen. So. Da ist ein Baum gewachsen. Das ist aber nicht so schlimm. Na ja, doch, wahrscheinlich schon eigentlich. Eigentlich ist das schon schlimm. Böser Baum. Wir müssen unten anfangen. Ist mir gerade so eingefallen, aufgefallen. Warte mal, ist hier hinten Raum? Nee, okay. Doch. Doch, da, das wird als Raum gewertet. Klar doch. So, wir müssen den Raum auf jeden Fall entschärfen. Zumal ich das eh nicht so schön finde, wenn da Erde in der Luft schwebt. Da ist schon wieder kaum was. Okay, wir müssen kurz die Helligkeit wieder hochstellen. So, wir machen diesmal nur 200%. Das sollte ja eigentlich auch schon reichen. Ja, das reicht auch schon. Wie gesagt, die Umrandung machen wir auf jeden Fall einmal 3 hoch, damit das meines Erachtens nach ordentlich aussieht. Gut, dann müssen wir jetzt mal ein paar Rampen setzen. Der Baum ist doch leider weg. Der war von mir gesetzt. Das ist noch trauriger. Das ist halt, weil ich immer mache, anstelle nachzudenken. Aber schlimm ist es jetzt auch nicht. Gut, dann machen wir hier die nächsten Rampen hinstellen. Also damit haben wir schon mal die Umrandung ein bisschen. Jetzt können wir natürlich gucken, dass das alles ordentlich aussieht.
Also zum Beispiel hier noch so zwei hinmachen. Und hier würde ich auch noch ein paar hinmachen. So, drehen wir mal. Gut, so, ich versuche das jetzt natürlich ein bisschen zu gestalten, als wäre es natürlich. So, dafür müsste das hier noch eins runter. Klar, jetzt sollte ich natürlich hier auch noch ein bisschen was machen. So, und dann kann man hier nochmal. So, also wirklich zufrieden bin ich damit zwar nicht, aber es ist besser als vorher, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist besser als vorher und besser als gar nicht vor allem. Perfekt. Gut, dann haben wir jetzt auch einen Weg von A nach B. Also, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, aber... ja. Viel brauche ich dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ich finde das sehr schön, dass die Bäume sich selbstständig fortpflanzen, aber es gibt dann so Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Nein, wenn die uns in den Feldern wachsen, ist natürlich scheiße. Gut, dann muss ich mal ganz kurz gucken, wie lange die Folge schon geht. Was, schon 32 Minuten? Oh nein! Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge. Und wir sind ja, also kommen gerade relativ gut voran, würde ich sagen. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.